Also für mich ist Public Eye ein wachsames Sperberauge. Public Eye legt den Finger in die Wunde dort, wo es bei der Globalisierung schief läuft. Public Eye, c'est non seulement le regard, mais c'est aussi le pouvoir d'action. Public Eye ist für mich leider immer noch unentbehrliche, aber auch unermüdliche Organisation, die sich zu verschiedensten Themen international für mehr Gerechtigkeit einsetzt. Je dirais que Public Eye, je l'ai connu quand c'était un tout petit bébé. L'idée était géniale au départ, c'était de créer une espèce d'impôt, proportionnel aux revenus d'ailleurs, volontaire, que les gens seraient prêts à payer pour que la Suisse puisse jouer un rôle positif dans le développement du monde. Von der Erklärung von Bern zu Public Eye ist das eine ganz wichtige Linie, die weitergeht. Es geht darum, nicht einfach karitativ zu helfen, sondern bei uns die Veränderungen, die Strukturveränderungen in Gang setzen, die es für eine gerechtere Welt braucht. Die Schweiz mag ein kleines Land sein, aber gerade was große Firmen betrifft, was internationale Konzerne betrifft, ist es ein Land, in dem wahnsinnig viel Macht konzentriert ist. Einmal, weil die Firmen hier sind und wir hier die Möglichkeit haben, auf sie einzuwirken. Und wenn man das mal sieht, rein vom Geld und den Mitbestimmungsrechten der Bevölkerung her, hat eine Stimme in der Schweiz verhältnismäßig viel Gewicht. Public Eye va faire un travail de terrain que les politiques vont pas faire, notamment si je pense d'une part aux enquêtes, mais aussi aux campagnes ou à une mobilisation. Le travail de Public Eye va pouvoir vraiment mettre des thèmes en avant. Public Eye macht nicht Journalismus für billige Schlagzeilen, sondern geht, soll und muss auch tiefer gehen, für eben wirklich tiefe Fakten ans Tageslicht zu bringen. In Ghana, I mean, we have achieved significant results. After the release of the Public Eye report, we mounted a lot of pressure on governments to ensure that the standards were reviewed. We couldn't have achieved all of these, you know, without the research output that Public Eye generated. Tristement, les autorités n'ont toujours pas le courage nécessaire pour intervenir. C'est pourquoi Public Eye continue d'être active et est toujours aussi nécessaire. Also, ich denke, die Glaubwürdigkeit von Public Eye ist sehr gross. Eben weil ja Public Eye unabhängig ist durch die Gelder, die sie von Spenden bekommen. Ich engagiere mich für Public Eye, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass globale Gerechtigkeit bei uns anfängt. Das fühlt sich für mich fast eine Bewegung an. Es ist nicht einfach nur Public Eye als Organisation, sondern es ist für mich wie eine Bewegung.